Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, wie ihr seht, habe ich das Kupferkabelband hier schon mal rangeführt, habe beim Hauptbahnhof den Zug halten lassen und ich habe hier schon mal das Organic Solvent Rohr vom Südbahnhof hergeführt. Und dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. Unser Outlet-Gas Stufe 1 in Stufe 2 zu verwandeln und ich brauche. Ach so, genau, meine Kiste habe ich auch gesucht. Ja, ich habe natürlich nicht mehr gewusst, dass ich sie in der Nähe des Südbahnhofes, also in der Nähe, wo mein Zug stand, eigentlich hingesetzt habe. Ich habe dann immer beim Hauptbahnhof gesucht. Naja, aber das war mir schon vorher klar, dass ich die dann wieder suchen würde. Das mal so. Dann können wir den hier mal bisschen sparsamer anschließen. So. Und jetzt. Ach ja, genau. Die brauchen ganz viel Schwefel, beziehungsweise erzeugen ganz viel Schwefel. Mehr als auf ein Band passt. Deshalb hatte ich da auch ein bisschen Platz jetzt gelassen, damit wir hier ein Schwefelband legen können. Und da ein Schwefelband. Und ich bin noch nicht sicher. Falsch. Und ich bin noch nicht sicher, ob wir den Schwefel überhaupt sinnvoll verbraucht bekommen und so. Das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall brauchen wir zwei davon auf jeder Seite. Also einer auf jeder Seite würde möglicherweise auch reichen. Achso, und genau, ich muss noch das Band auch beidseitig machen. Also einmal so. Einmal so. Achso, ja, das ergibt sich aus den. Soll ich das mittig setzen? So, da haben wir in kürzester Zeit riesig viel Schwefel generiert. Der muss runter. Dann würde ich mal sagen, links von dem Nickelband. Ach so, genau. Das wäre dort. Eigentlich will ich es da anschließen. Also machen wir das rechts von dem Nickelband. Und nur da anschließen reicht auch nicht. Ich habe ja eben zwei rote Bänder. Das ist echt so eine Sache, das. Okay, machen wir mal. Jetzt will ich noch mal gucken, wie viel sind es denn insgesamt? Also da kommt ja auch noch was dazu. Boah. Also hier haben wir erstmal 45. Das heißt, bei 45 könnte ich zumindest eine Seite hier direkt drüber anschließen. Dass wir das schon mal hier loswerden. Das da mache, ja. Also machen wir hier mal einen Splitter und sagen Input Priority Right.
Das ist ja auch der Grund, warum ich das hier überhaupt hingesetzt habe, weil wir hier in der Regel viel Schwefel verbrauchen. Wir müssen noch mehr Schwefel verbrauchen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir mehr von diesen gelben Fuel Rods produzieren. Indem wir die dann vielleicht eher als Brennstoff einsetzen, als Briketts oder so. Das müssen wir dann nochmal überlegen. So, dann muss das Eisenband hier wieder. War ich hier vielleicht ein bisschen voreilig? Hier sagen wir auch noch mal, Output Priority is right. Du gehst hier mit rein und ich habe halt Zuversicht, dass diese beiden Bänder minus dem, was hier drauf geht, nicht mehr als 30 sein wird im Regelbetrieb. So, und das müssten wir jetzt hier runterführen können. Ups. Noch mehr. So, das Ding nervt jetzt ein bisschen. Ah, Mist. Jetzt muss ich nochmal wieder über die Schienen. Hier über die Schienen ist gefährlich. So. Und jetzt kannst du hier rum. Jetzt wird hier sehr viel reingelegt. Jetzt müssen wir das hier auch nochmal rot machen. Achso, und wir müssen. Ich glaube, für so ein rotes Band so wird es reichen. Und dann muss ich noch mal einen nachbauen hier. Da, einer kommt da gleich noch hin. Das ist hier quasi Durchgangsstation. Letztendlich, das, was hier durchgeht an Schwefel, reicht noch nicht. Wir produzieren mehr. Also genau, du gehst dahin. Hast du überhaupt Absatzmärkte hier? Moment. Südanlieferung Schwefel. Ja. Achso, das geht jetzt dahin und kann dann wieder abgeholt werden. Ja, das war der Trick quasi damals. Aber ich fürchte, das könnte noch zu wenig sein. Weil. Das ist richtig so. Und hier müssen wir sagen, Input Priority ist left. So. Dann gucken wir mal. Eventuell müssen wir hier nochmal einen Abzweig machen, was auch noch nach unten geht. Aber erstmal nicht. Was ist denn Feintuning?
Also generell haben wir jetzt eine riesige Überproduktion an Schwefel, würde ich sagen. Also sobald die Anlage da läuft. So. Ach genau, ein bisschen was an Schwefel nehmen wir auch noch wieder weg. Denn wir brauchen für den nächsten Step mit den Red Scrubbern brauchen wir Acid Gas. Machen wir erstmal den nächsten Step mit den Wet Scrubbern. Also mit den feuchten Schrubbern. Die ich hier, da sehe ich sie. Oh ja, und ich sehe gerade, ich kann das gar nicht so anschließen, wie ich dachte hier so. 1 zu 1, dann müssen wir das unten anschließen. Da. Und noch einen mehr Platz. Mal sehen, ob das reicht. Dann das Outlet-Gas finden. Da. Von da rein. Achso, dann kann ich den hier ein tiefer setzen. Ist das gut? Ja, eigentlich schon. Ist ja auch wieder 1 zu 1. Sag mal, ich bin ein bisschen bresig, ne? Ich will keine Antwort haben, es ist einfach so. Also, ich war nicht bre ich bin auch bresig, aber aus anderem Grund. Ich hatte es eben falsch rumgedreht. Ja, ist ja gut. So. Ungefähr so, ne? Und ja, ich soll mit Shift-R drehen. Ja, dann machen wir das anders. Ne? Das ist sowieso noch so eine Steinzeichtechnik von mir. So ist eigentlich besser, ne? Gas auf 2. Ist jetzt ein bisschen eng geworden hier. So, und das muss von hier dann irgendwie kommen. Dann gleich mal schauen, wo wir das denn sinnvollerweise produzieren. Wie viele Dinger sind das mit dem Acid Gas? 5. Da brauchen wir Syngas. Will ich mich jetzt noch nicht entscheiden. Jetzt machen wir erstmal noch mal 4 von den Dingern. Daneben. Eigentlich, Moment, der letzte Schritt
Brauchen wir dann noch mal Tall Oil. Ich werde es nicht direkt ranklatschen können, vermute ich mal. Also hier so einfach bauen ist, glaube ich, nicht gut. Dementsprechend brauche ich dann sinnvollerweise mindestens 3 Abstand. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Ja, genau, da kann ich das so durchverbinden und dann kann ich Tall Oil danach ransetzen. Das ist okay. Also so. Und so. Naja, ich habe schlecht kopiert. So, das Outlet-Gas Stufe 4, das ist das, was wir letztendlich brauchen. Und Aromatics ist das, was uns die nächsten Probleme bescheren wird. Ne, warte nicht. So. So. Das ist nämlich tierisch viel Aromatics. Ist alles verbunden, ja. Brauchen wir noch Strom. So, und dann brauchen wir einmal Tall Oil und wir brauchen einmal Acid Gas. Tall Oil war ein bisschen aufwendiger. Und hier haben wir Syngas. Mal gucken, wie groß die Dinger hier sind. Auch nicht ganz klein. Das heißt, das wäre eigentlich so meine Bauhöhe. Könnte noch einen weiter nach links. Ja, mache ich auch. So. Damit das passt, setze ich die mal so nebeneinander. Ist der Überstand hier nicht so groß. Ja. Das darüber bringen.
Dann würde sich doch da die Verbindung eigentlich anbieten. Zündgas haben wir hier. Ich weiß nicht, ob das Plastikrohr noch weiter reichen könnte. Es war da gerade an der Grenze, alles klar. So, und dann halt Schwefel 2 pro Sekunde mal 5 sind 10. Da würde ein gelbes Band reichen, eben trotzdem mal ein rotes. Ich sehe auch gerade, müssen wir so ein bisschen anders machen. Also, das erste Anrecht auf Schwefel beziehungsweise, ja doch, so rum. Das erste Anrecht auf Schwefel hat natürlich hier unser Acid-Gas. Priorität left. Und dann kommt für den Rest ein Splitter. Der Rest passt aber nicht auf das eine Band hier, ne? Gucken, das Acid-Gas braucht 6,7, wenn ich das. Oh, warte, und hier habe ich ja noch mehr Schwefel. Ja, da muss. Das muss ich ja dann gar nicht von hier abknapsen, sondern ich nehme von diesen 22,5, nehme ich mir 6,7 ab, um das da wieder hinzuführen. Also von 2 nach 3, die erste Reihe hier, die erzeugt mir schon 22 Schwefel. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Eigentlich. Wie viel jetzt einer? 6,7. Ich mache mir noch mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, so. Ja, doch, für 2 habe ich aber immer Platz. Bis da. Dann brauchen wir hier gleich einen Splitter. Es ist blöd mit dem Splitter hier. So machen. So. Das geht hier runter.
Da lang. Und das muss jetzt da noch mit verbunden werden. Also hier war jetzt Output Priority Write. War schon Output Priority Write war schon richtig. Dahin, da wäre schon mal ein bisschen was los, aber trotzdem muss ich jetzt noch mal gucken. Also von den 66, 67. Nehmen wir 7 ab, haben wir noch 60. Da müssen zwei Bänder nach unten. Hilft ja nichts. Also machen wir. Das so. Output right. So. Und dann haben wir noch ein zweites Schwefelband, womit ich noch irgendwas machen muss. Gut. Die andere Geschichte war jetzt Tall Oil. Oder soll ich gerade mal wegen Schwefel gucken, ob wir Schwefel zur Not irgendwie noch loswerden können, wenn wir zu viel haben. Sulfur heißt es übrigens auf Englisch, ja. Rezepte. Also wir werden ja noch viel Schwefel brauchen, aber wenn jetzt Schwefel über ist, dann können wir es verbrennen. Halt bevor eine Anlage stehen bleibt. Ah, safe, 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 ja. Dann wieder zurück. Achso, genau, Schwefelsäure. Das ist ein Ding. Den brauchen wir oft oder damit können wir tolle Sachen machen. Nee. Nee. Okay, im Prinzip können wir quasi irgendwie einen Proton von dem Schwefel nehmen, da reinpacken und dann haben wir den und dann können wir damit andere Sachen machen. Das ist aber nicht das, um jetzt Müll loszuwerden. Ja, also zur Not müssen wir Schwefel verbrennen, also vielleicht sogar in der ersten Phase erstmal ein bisschen. Was halt sau schade wäre, aber das ist halt, eine Anlage muss erstmal laufen und dann kann man die feintunen und dafür sorgen, dass man immer weniger Müll produziert, immer weiter optimiert. Das ist ja generell bei Fabriken nicht so, dass die bei Produktionsbeginn perfekt laufen. Also jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern auch in der Realität, sonst wird dann ja immer noch nachgebessert.
Gut, verbrennen war der hier. Gut, das kommt aber dann nach der Tall Oil Geschichte. Tall Oil Geschichte braucht Coke und erzeugt mit Tar. Das ist mir sehr willkommen, dass wir Tar erzeugen. Denn wenn man mal einen Blick wirft auf unsere Geschichte hier. Kohlgas leer, Tar ziemlich leer. Ich weiß nicht, ob das reicht. Warum habe ich hier ein Produktivitätsmodul drin? Das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn, oder? Ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob es besser ist, noch mehr Coke hier reinzugeben, weiß ich auch nicht. So, 12 Dinger machen 74. Also das ist ja genau das, was wir brauchen, hier das zusammen. Wobei das der Tar ist, den wir hier auch komplett verbrauchen. Das heißt, wir haben dann gar keinen Bonus an Tar. Und ich habe jetzt gesagt, ich mache mir einen Teil von dem Tall Oil nochmal aus Heavy Oil und Nafta dann. Aber wenn ich mehr Tar rausbekomme, ist mir das sogar lieber. Gehe mit dem mal nach unten und mit dem nach unten. Dann hätten wir 18 von den Anlagen. Ja. Und wir verbrauchen 25 Coke. Wir erzeugen hier bei unserer Anlage 112. Das heißt, wir müssen immer noch so 80 bis 90 Coke pro Sekunde anderweitig loswerden. Was für ein Spaß. Trotzdem möchte ich erstmal diesen Produktivitätsweg gehen. Zur Not kann man Coke ja auch noch verbrennen, um Energie zu erzeugen. Okay. Das haben wir ja oben schon gemacht. Das nehme ich hier mal raus. Und 18 Dinger habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Sich dran. Ja. Wie kann ich das sinnvoll positionieren? Also ich muss es eigentlich von links nach rechts positionieren. 1, 2,
3. Zwei würden auch reichen, in zwei Abstand. Wobei, genau, ich nehme das Tall-Oil mit nach oben. Ammonia und Tall-Oil beides oben lang. Zwei Bahnen habe ich da. Und Tar dann unten. Also so. Und dann brauche ich hier ein Rohr für Tar. Ich brauche eins für Ammonia. Ich brauche eins für Tall-Oil. Und damit die sich nicht berühren, brauche ich eigentlich noch einen Abstand. Und ich muss ja auch noch Material rankarren. Also noch einen Abstand. Mal sehen, ob das so hinhauen kann. Und ich brauche noch ein paar Rohre. Also die Idee ist so. So, dann brauchen die Coke. Ein komplettes Band Kupfer war ja auch viel. Ja, Kupfer, ein komplettes gelbes Band. Davon ein komplettes rotes Band. Achso, genau, das wäre dann 1,2 pro Sekunde reicht ein rotes Ärmchen. Aber dann machen wir erstmal nochmal das hier verbinden, damit ich weiß, wo ich Platz für die Ärmchen habe. Das verbinden so. Ach so, ja. Das irgendwie sinnvoll so halbwegs symmetrisch machen. Warte mal. 1, 2 dahin. Ja, also das ist ein Band und dann brauche ich links und rechts davon noch jeweils eins. Und da kommt dann Coke wäre dann 2 pro Sekunde reicht auch ein blaues Ärmchen. Das ist ja ganz gut. Dann machen wir das so und so. Moment mal, so, so. 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 Und so. Das ist falsch. Und tiefer. So. Also genau, da muss es gar nicht unterirdisch, ist alles gut. Und da ist auch Ende.
fehlen gerade noch ein paar Rohre. Die jetzt zu bauen ist auch zeitaufwendig. Ich kann noch mal eben nach rechts gehen und mir welche mitnehmen. Eins, zwei davon. Ich habe hier übrigens schon ein paar Abrissaufträge gestartet. Die alten Destructive Distillation Columns, die Coal aus Raw Coal herstellten. Die müssen jetzt weg sein. Die Geschichte aus Holz ist noch da, ist aber unproduktiv, meine ich. Bin ich jetzt hier? Nee, irgendwo falsch. Da will ich doch hin. Also wir brauchen, sagen wir mal, zwei davon mit. Und ich brauche noch Eisenplatten. Ja. Können wir auch noch einmal Kupfer mitnehmen? Und anhand der Produktion gerade mit dem Gummi habe ich gesehen, ich habe wohl keine Advanced Small Parts und so dabei. Die würde ich mir dann auch holen. Mein Zug ist nur gerade nicht da. Der müsste dann mal bitte dahin. Und dann hat das auch ein bisschen Zeit. Hier fehlt mir dann noch ein Stückchen Weg. Da habe ich auch zufällig noch was in der Tasche. Naja, ein bisschen verrutscht, ist egal. So, und da wäre es sowieso besser, mal hier lang zu gehen. Und gerade hier, was über die Bahn geht, lieber einen breiten Weg, damit man auf dem Weg kann man viel schneller die Schienen überqueren. Das ist schon besser. So. Oh ja, hat ja fast genau gepasst. Wollte die Rohre hier setzen, dann das eben duplizieren. Der muss da noch ran, der muss da ran. Da, 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 da. So, dann fehlt noch Strom an dieser Ecke. So. Achso, das reicht gar nicht. Dann so. Dann machen wir schon mal direkt die Produktivitätsmodule da rein. Jetzt ist das hier vielleicht doch ein bisschen zu eng. Hoffen wir mal, dass ich das hier höher setzen kann. Natürlich nicht. Mal so runter. Ja. Das heißt, das werde ich dann auch nicht höher setzen können.
So. Zwei Abstand reicht mir eigentlich, ne? Und ich will 18 Dinger haben. Dann habe ich jetzt 8. Zwölf, und ich sehe gerade, dass es wieder ein bisschen zu eng wird, ne? Sowieso zu eng da. Wir hätten das da wieder so eng gebaut. Naja, aber 3x6 ist dann halt die bessere Wahl. Achso, ist sowieso verkehrt so. Also da ist der rot, so, das ist sehr grün. 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Da bin ich auf der sicheren Seite. Eigentlich gefällt mir das nicht, dass das da direkt dran gebaut ist. Muss man gleich nochmal gucken. Jetzt habe ich hier nur 4 Abstand, das müsste auch an dieser Stelle aber reichen. Ich brauche 2 rote Bänder. Das ist dann okay. Jetzt habe ich hier Kohl, hier habe ich Coke. Coke, was zum Bahnhof geht. Ja. Was ist, wenn der Bahnhof alles wegfrisst? Das wäre schlecht. Aber hier habe ich die Möglichkeit. Ich kann auch von beiden was nehmen. Genau. Ich kann hier erstmal sagen: Output. Rechts. Muss ich hier noch was? Also hier muss Schwefel noch. Ne, hier muss Schwefel rein. Hier muss kein Schwefel weg. Also gut. Also genau, bei Logistik, da habe ich gerade noch ein bisschen was, was ich gut gebrauchen kann. Und hier
kann ich mir auch noch was abknapsen. Ich gehe da oben rüber. Oh, warte mal, der lässt nur was durch, wenn hier zu wenig drin ist. Ansonsten nimmt er von hier, das ist auch wieder so eine Technik, die begeistert. Splitter. Input Priority Right. So. So, insgesamt brauche ich ja nur ein Kohleband, ein gelbes. Coke-Band. Das wird dann hier ein bisschen aufgeteilt. Und insgesamt, die brauchen 1,4 pro Sekunde mal 18, ist also auf jeden Fall weniger als 30. Oh, jetzt liegt das hier oben drauf. Das wollte ich natürlich nicht. Noch ein tiefer. Weil die blauen Greifarme sich die Kohle schnappen sollen. So, die anderen brauchen Kupfer. Und Kupfer war auch nicht ganz so wenig. 15, also ein halbes rotes Band. Wir haben hier einen Kupferbahnhof irgendwo in der Nähe. Schafft er den Durchsatz? Da habe ich noch ein paar. So, das müssen wir auf jeden Fall mal umstellen hier auf Rot. Und die müssten wir ja auch mal umstellen. Oh, das heißt, ich habe übrigens oben noch ein paar Dinger. Grüne Greifarme hätte ich da oben noch setzen müssen irgendwo. So, da kann schon mal ein bisschen was weggehen. Hier kann was weggehen. Ich
will das haben. Eigentlich hier eher so rechts. An dieser Bahn lang. Ja. Also. Warte mal, es sind 1, 2. Machen wir 3 neben dem Dings hier. 1, 2, 3 hier. So. Hier reicht es denn gelb. Hier besser rot. Also nicht nur besser rot. Gelb würde halt nicht reichen, weil wir 15,1 schon brauchen für unser heißes Gas. Und der will ja auch noch was haben hier rechts. Ach was. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ja, dadurch, dass ich die Advanced Small Parts nicht dabei habe. Da zieht sich das jetzt ein bisschen. Können aber hier schon mal. So, da muss ich keinen Splitter haben. Den Splitter will ich eigentlich hier haben. Kann das weg? Boah, jetzt ein paar Unterirdische kommen. Also warte mal, das können wir hier machen. Das hier weg. So, machen wir schon mal eine Verbindung. Hier genauso. Ah ne, da geht es nicht. Und da geht es natürlich auch nicht. Einfach so. Das muss schon so sein. So. 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 Irgendwie fehlt mir jetzt einer Band, also ein halbes unterirdisches. Gut. Irgendwie mangelt es trotz allem noch an Strom, weil er hier auch noch nicht fertig geworden ist. Bin ich hier außerhalb des Bereiches, es kann sein, dass hier keine Konstruktionsbots arbeiten können.
Ja, genau, hier war noch Morgs. Wir mussten noch Fluidized Bed Reactors hin. Gut. Ich sehe auch gerade, ich bin schon wieder bei einer Stunde. Ich werde es nicht immer so ewig lang machen. Ich schließe dann die Rohre an, dass wir Ammonia loswerden. Da muss ich mal noch was einfallen lassen. Tall Oil brauchten wir da. Oh ja, den Anschluss habe ich jetzt auch nicht bedacht. Ah ne, doch, hier ist ein super Anschluss. Doch, doch, das ist perfekt. Da haben wir Tall Oil. Und da von der anderen Reihe. Das war das Einfachste. Dann brauchten wir irgendwo Tar. Das ist hier. Muss der Strommast eben mal weichen. Da gleich noch eben verbinden und naja, genau, hier muss es auch verbunden werden. Das heißt, nein, ach, nicht so hektisch, junger Freund. So, so, so,